Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Porsche-Freunde in Korea, es begann mit einem Traum. Mein Vater träumte von einem einzigartigen Sportwagen. Und weil es diesen Traumwagen nirgendwo gab, baute er ihn selbst. Das war 1948, vor fast 75 Jahren. Seither hat Porsche die Träume von unzähligen Menschen wahr werden lassen. Weltweit, auch in Korea. Erleben Sie die Geschichte der Marke Porsche von ihren Anfängen über die Gegenwart bis in die Zukunft. Hier in der koreanischen Hauptstadt bei der ersten offiziellen Porsche Heritage Ausstellung in Asien. Mit den Porsche-Ikonen Seoul. Dazu lade ich Sie herzlich ein.